Moin erstmal. Ja, kleiner Einschub vorweg, bevor es dann gleich mit dem richtigen Video angeht, losgeht, so rum. Das Ziegler-Schneidwerk hier, das hat besondere Bedürfnisse und weil das besondere Bedürfnisse hat, mussten wir diesen Transportwagen uns besorgen, bei dem, da hatte ich ja schon gezeigt in einem der vorherigen Videos, wir mit der Taste X das Ding aufklappen müssen, also den Transportwagen. Und dann geht es halt eben jetzt darum, dieses Schneidwerk irgendwie hier abzulegen, damit es dann auch richtig fixiert und nicht verbuggt. Weil das passiert ganz gerne mal. So, ich denke mal, na, wir können noch ein bisschen weiter zurück und fahren mal so rum. So, jetzt müsste das eigentlich passen. Fahren wir mal nicht zu schnell ran. So. Nö, bin noch weiter rüber gekommen als vorher. So, gut, dann machen wir es mal von hier. Zack. Und jetzt. So. Wir wollen das ja dann auch richtig zeigen, dass wir ordentlich stehen. So. Jetzt sieht das gut aus. Na, jetzt können wir hier ranfahren. So, wenn ich jetzt, keine Ahnung warum, auf das Schneidwerk gehe. Ich kann mit der Taste X nur den Mähdrescher einklappen. Das Schneidwerk klappt sich nicht weiter ein. Das ist so, wie es ist. Ich kann es aber jetzt demontieren, abkuppeln. Und dann liegt das da erstmal drauf. So. Das liegt da jetzt so drauf. Und jetzt steige ich mal aus dem Mähdrescher aus und dann in den AgroStar. Der sagt jetzt, ich muss erstmal den Motor starten. Hat er auch recht, weil mein Lenkrad hier nicht auf Nullstellung steht. Jetzt steht es auf Nullstellung. So, jetzt starte ich mal den Motor, damit ich einklappen kann. Und jetzt klappen wir das Ding ein. Zit. So, wie ihr seht, es liegt nicht richtig, ne? Das ist ein bisschen merkwürdig. Frag mich nicht, wie das so funktioniert, aber es verdreht sich. Nichtsdestotrotz, so ist das gedacht. Wenn wir nachher einmal aus dem Spiel rausgehen und wieder ins Spiel reingehen, dann liegt der Schneidwerk auch richtig, ne? Also dann ja, hat er offensichtlich erkannt, wie das richtig hin soll. Ist so, wie es ist. Ich kann es nicht ändern. Auf jeden Fall ist es so gedacht, das so drauf zu legen und es dann entsprechend einzuklappen. Gut, und jetzt geht's dann mit dem Video los. Viel Spaß dabei. Bis gleich. Moin erstmal. Ja, meine lieben Freunde, wir sind im April auf der Rehbach. Den Winter durch habe ich die Tiere versorgt und ja, Ballen gestapelt und also Wolleballen gestapelt. Und die Schafe von den, andersrum, die Wolle von den Schafen in die Produktion gepackt, so dass die Produktion hier auch ordentlich arbeiten kann. Ich habe mir immer hier das Gras rausgeholt, damit ich die Tiere versorgen kann. Die Produktion, die hat fein gearbeitet. Ihr seht auch, wenn ihr hier auf die Anzeigen rechts unten geht, Stoff, Wolle, Produktion läuft. Wir haben 5100 Liter drin. Das heißt, wir werden da ungefähr die Hälfte noch an Wolle rausbekommen. Das ist mal 2 zu 1. Den Schafen geht's gut. Die haben sich vermehrt. Zwischendurch konnte ich mal automatisiert, das ging ganz von alleine, über das neue, über den Mod mit den Tieren, den Enhanced Animal Mod sozusagen. Ja, hier, das ist irgendwie verrutscht. Warum auch immer. Ich weiß nicht, warum das verrutscht. Ich hatte das alles hier tatsächlich mit dem starken Helfer auch, guck mal, ihr seht das, das wackelt auch, aufgestapelt. Das sind jetzt 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8 sind das, 8 Wolle packen. Und die Tiere müssen jetzt versorgt werden und ich habe gesehen, der Preis für Wolle, ich kann es dir eben wegnehmen,
Der Preis für Wolle ist ja mega hoch, deswegen muss ich jetzt halt eben einmal ein bisschen was tun. Nehmen wir eben mal den Ton ein bisschen von den Ohren, weil es sonst ein bisschen zu laut ist. So. Ihr hört ganz normal die Lautstärke weiter. Ich habe es mir ein bisschen leiser. So, ich habe alles, was ich an Maschinen hatte, halt natürlich über Winter immer schön in die Halle gefahren. So, dass da nichts passieren kann. Ich habe jetzt im Winter auch alle Maschinen einmal durchrepariert, getankt. Die Reparaturkosten belaufen sich auf rummelig 2000 Scheine. Und ja, sonst habe ich eigentlich in der Zeit kein Geld ausgegeben, außer noch für Diesel, damit die Maschinen alle vollgetankt sind. Ich erwarte jetzt eigentlich einen sehr guten Geldeingang, was die Wolle angeht. Das gucken wir uns gleich mal an. Wir müssen gleich mal gucken, wie wir das dann verkaufen können. Aber erstmal wollen wir hier Befüllung starten. Läuft automatisch voll. Alles sehr gut. Und dann raus mit uns. Im Winter war das ein bisschen schwierig hier rauszukommen, weil der Schnee lag einen Meter hoch und ich musste dann immer über den Schnee fahren. Da ich ja noch kein Schneeschild hier auf dem Hof hatte. Der Händler war in Urlaub, also war da auch an der Stelle nicht viel zu holen. Frontlader habe ich hier auch nicht. Hatte ich also keine Chance, da irgendwie was zu tun. Und in dem Sinne musste ich halt eben so ein bisschen rangieren. Aber das macht nichts, es lief alles super. Und jetzt haben wir hier einen wunderschönen Frühlingstag. Die Sonne scheint und ich glaube, wir haben an dem heutigen Tag auch sehr, sehr viel zu tun. Nicht nur das Wegfahren der Wolle, sondern ich denke mal, dass wir auch anfangen können, wieder im Grünland zu arbeiten. So, jetzt habe ich den hier erstmal abgekoppelt. Und da lasse ich den noch erstmal stehen, weil ich muss jetzt natürlich den Anhänger raus haben, erstmal abladen. Ich habe hier glücklicherweise Autolot, sonst würde das alles ein bisschen zu viel werden, glaube ich. Könnte das auch mit der Hand abladen, also die Frontlader hier, die da mit dem Schäffer. Na. Das würde natürlich auch gehen, aber da spare ich mir jetzt erstmal hier im Singleplayer. So, ich hoffe, ich komme hier rum, ohne auf die Gabel zu fahren. Das mal eben an die Seite stellen. Da steht das, glaube ich, ganz gut. Dann geht's zurück in den Schuppen. Dann laden wir da mal die Wolle auf. Im Moment bin ich jetzt auf Big Bag Paletten, das muss ich dann mal umstellen. Stellen wir das jetzt eben einmal erst um. Wo haben wir es denn? Ladegut Y. Big Bags. Europaletten. Übergröße ist das, glaube ich, nicht, ne? Europaletten mit doppelter Länge. Nee, das sind die auch nicht. Europaletten mit Fässern. Vielfach Europaletten. Palette mit Fertigwänden. Boah, was wir da alles haben. Palette mit Hummeln. Wir nehmen die Standard-Euro-Palette. So. Dann kommen
sind sie auch schon. Jawohl. So, wir haben hier 5,9 Tonnen, zeigt er mir jetzt im Moment an. Ich mache das automatische Abladen jetzt mal aus und ja, jetzt haben wir 8000 wieder. Und dann gucken wir einmal uns den Preis an. Wir sind im April, das heißt, wir können jetzt hier loslegen. Wir haben 7185, da war der Preis doch vorhin höher, ne? Schon wieder runtergegangen. 7,6 haben wir jetzt hier. 7,6. Ich muss einmal kurz die Zeile runterdrehen. Beim Supermarkt geht der Preis rauf und beim Landmarkt sind wir schon bei 7,6. Dann würde ich sagen, wollen wir auch mal da hinfahren. Dann brauche ich keine Markierung setzen, das kenne ich so. Das heißt, wir müssten jetzt bummelig 50.000 raus haben. Ne? Bisschen drüber. 55 sowas in der. Gut sind. Capview. Ups, rückwärts fahren kann ich noch nicht so schnell. Ja, ich bin echt mal gespannt, was da jetzt rauskommt. Also das mit der Wollproduktion ist ja eigentlich schon ziemlich geil. Wir haben jetzt 8000 Liter, das heißt, wir hätten 16.000 Liter Wolle gehabt. Da hätten wir irgendwie Zweifel gekriegt. Aber das ist ja schon, können wir da mal vergleichen. Das wirklich mehr ist. Aber ich denke mal, dass das mehr ist. Dass wir hier wirklich einen kleinen Reibach machen. Das ist immer die Hoppelstrecke da in der Kurve. Fängt der Trecker immer an zu hüpfen. Nicht nur der hier, sondern auch der JC. Ich habe mein Equipment ein bisschen umgebaut. Ich hatte ja an meinem Logitech-Lenkrad hier den Knopf angeschraubt. Den habe ich erstmal wieder abgebaut, weil es platztechnisch einfach irgendwie nicht funktioniert. So. Dann gucken wir mal, was wir hier abladen. 61.000. Das hatte ich nicht erwartet. 61.000, das ist ja richtig geil. Alter. Hammer. Ja, also ich habe das Lenkrad sozusagen wieder vom Knopf befreit. Das war mir platztechnisch irgendwie zu viel. Eigentlich ist mit dem Knopf ganz cool, aber ich sitze halt lieber ein bisschen dichter am Lenkrad und stört der Knopf halt einfach, weil da kommen Knopf und Plauze miteinander in Berührung. Ups. Und da musste ich den einfach wieder abbauen. Ja, es ist wie es ist, ne? Aber ich werde demnächst mein Büro umziehen, also in dem Zimmer, in dem ich jetzt bin. Das wird halt eben dann so ein bisschen Gästezimmer und Co. Und das Zimmer, in das ich ziehe, das ist ein bisschen kleiner, aber von der Aufteilung hier ein bisschen anders. Und da muss ich dann ein bisschen renovieren, Wände streichen, neuen Fußboden reinlegen. Und dann habe ich da ein bisschen mehr Platz an der geraden Wand und kann den Schreibtisch ein bisschen anders stellen. Und mich da ein bisschen anders ausbreiten. Und ich denke mal, dass wir dann, ich habe ja so einen unverstellbaren Schreibtisch, ich kann das auch bestehen spielen, wenn ich möchte. Ich denke mal, dass wir dann den Knopf wieder montieren. Aber gestern musste der 17er ran, ne? Der 17er Mauerschlüssel, der musste einfach mal herhalten. Und da musste ich das Ding abbauen. Das, ja, also ich meine, so viel Komfortgewinn ist das jetzt nicht. Ne? Das ist eine nette Geschichte, dass man den Knopf da dran schraubt, aber mein Gott. Kann auch so eigentlich ganz gut einhändig lenken. Das funktioniert schon. So.
Ihr seht, den Schafen geht's gut, die freuen sich besser, erfreuen sich bester Gesundheit. Und ich habe hier jetzt Flüssigkeitstanks, nö. Also Big-Bag-Paletten. Sind das die? Jawohl, das sind die. Können wir die auch schon wieder festschnallen. Und ich glaube, wir müssen auch kalken, aber kalken kann ich auch erst, wenn ich die Wiese abgemäht habe. Ich muss den Kalk unter Dach strengen, aber das ist so ätzend, den da reinzufahren. Ich mache das mal anders. Ich habe eine Idee. Wir haben ja ein Silo. Wir haben ja ein Silo. Ein Silo. Muss allerdings von hinten reinfahren, weil auf der Silo-Schütte sozusagen steht mein Glaskipper. Den habe ich mir auch reingefahren. Also ein bisschen gewaschen noch. Ich habe die ganze Maschine alle gereinigt, bevor die in den Winter gegangen sind. Ah, den kann ich schon mal abkuppeln. Seht ihr auch gleich, ne? Das ist alles glänzend sauber. Schuppen ist, ja, heller leuchtet, wenn man das Licht anmacht. Hier steht mein Mähdrescher, der steht da eigentlich auch ganz gut. Ein bisschen schwierig, den reinzufahren, aber der hat da echt einen geilen Platz. Ist auch sauber und komplett durchgewartet und musste einfach auch mal sein. Man kann den Kram ja nicht so in den Winter bringen. Hier steht mir ein Dieselfass. Am Hof habe ich auch ein Dieselfass. Also es hat sich eine Menge getan. Aber eigentlich nur Gutes. Ja, und das mit den 60.000, die wir hier jetzt eingenommen haben, das ist ja richtig geil. Also, ich bin echt hellauf begeistert. Lass uns mal eben gucken. Wir haben jetzt für die Wolle 60.000 bekommen, ne? Also 7.600, sage ich jetzt mal, pro 1.000 Liter. Wenn wir jetzt normale Wolle genommen hätten, haben wir die normale Wolle da, hätten wir 2308 bekommen. So, jetzt hätten wir das mal 16, das wären 32.000 gewesen, das wären dann, na, 40.000 gewesen. Ne? Dadurch, dass wir die Produktion dadurch genommen haben, haben wir doch nochmal 20 km mehr gemacht. Also, das lohnt sich auf alle Fälle. Sehr cool. Also, ich bin wirklich, ich freue mich echt. Also, das ist schon cool, muss ich sagen. Echt genial. Dafür, dass wir hier mit einem kleinen Hof gestartet sind, einen Schafhof und nichts anderes machen, außer ein bisschen Lohnbetrieb und Schafe züchten, sehr geil. Also dafür muss ich schon sagen, sehr cool. Irgendwas musst du ja machen, neben dem Schafe züchten. Sonst hast du einfach zu viel Zeit und weißt deiner Zeit nicht sonst zu fangen. Deswegen habe ich den Ilona-Sparte aufgemacht und mir einen Drescher geholt. Das hat auch gut Geld gebracht. Ne? Also 15-20 km habe ich bestimmt eingenommen. Laufende Kosten muss man dann auch wieder abziehen und Zinsen. Und, ne? Hast du nicht mehr. Gehen. So, jetzt wollen wir mal gucken, wer das hier reinkippt. So automatisiert geht es wohl nicht. Mach mal. Doch! Sehr gut. Ja gut, das ist natürlich jetzt hier kleines Standard, dass die Dinger so leer laufen. Aber auf jeden Fall kommt es rein. Das ist schon mal gut. So, jetzt haben wir noch 8.000. Zieht er sich jetzt auch leer. Wirkt mal ein bisschen nach vorne, damit sie alle leer werden.
Und dann sind die gleich alle weg und dann kann ich immer schön mit dem Düngerstreuer auf der anderen Seite drunter fahren und den von oben beladen. Und in Zukunft machen wir das über die Big Bags. Bei Calcaneus. Okay. Das war eigentlich ein bisschen anders geplant. Und im letzten Moment dann, ach nee, doch nicht. Ich überlege ein bisschen. Oh. Bisschen doof ist halt, dass der hier ein bisschen viel schaltet, da kuscht er. So, jetzt rum. Mal gerade ziehen. Das passt. So. Nicht hundertprozentig gerade, aber wie heißt es? Bad Shave, Head Got Leave. Okay, dann wollen wir den Klaas nochmal wegstellen. Der kann da irgendwie vorne irgendwo hin. Gucken wir mal. Ich freue mich so über die 60.000 an. Müssen wir mal gucken, ob wir jetzt doch irgendwie das Geld investieren. Und 10 Ruf besorgen. Ja, ein bisschen gucken, dass ich den Aussiedlerhof kriege. Und in dem Moment, wo ich da anfange, muss ich richtig investieren. Und Geld ausgeben. Also das sind nicht nur, ich glaube, 650.000, um den Hof zu übernehmen. Ich muss ja dann auch in Maschinen investieren. Ne? Ich brauche ja dann alles, was man so als normaler Bauer braucht. Ich muss ja dann halt richtig Geld ausgeben. Und das wird so ein bisschen tricky. So, dann nehmen wir das. €60.000 irgendwann. Das ist so geil. Ich meine, das ist nicht... Ist nicht wenig Arbeit gewesen jetzt, ne? Aber 250.000 Liter Gras habe ich im Lager gehabt. Da ist einiges weggegangen. So, hier anzeigen und aussteigen. Zack. Ja, also fast 100.000, ne? Liter sind weggegangen. Das ist doch schon eine Menge. So, dann wollen wir mal gucken, was ansteht. Gucken wir mal auf den Plan hier. Auf unsere Wiesen. Ja, unsere Wiesen sind erntereif. Da könnten wir loslegen. Komm ich hier rüber. Das ist aber, glaube ich, doch die erste Erntestufe. Ertragsbonus 83%. Warum denn nur 83? Ja, wahrscheinlich war nicht geflügt das. Ne? Macht aber nichts. Also sollte eigentlich schon gut was runterkommen. Kann man das umschalten? Können wir nicht. Gut, also die beiden sind auf jeden Fall erntereif, da könnte ich jetzt loslegen. Dann haben wir den Hof, wollen wir uns mal angucken. Der Hof ist ja der hier. 635.000 kostet der, dann hätte ich noch nach Adam Riese 65 drüber.
70. 70.000 hätte ich da noch. Dann müsste ich von den 70.000 mir noch einen Flug kaufen, eine Seemaschine, einen Grubber und dann wahrscheinlich auch irgendwann eine Spritze. Wobei, eine Spritze kann ich mir erstmal mieten. Und ich habe ja dann auch noch keine Ländereien. Ne? Ich müsste auch noch Felder kaufen. Oder die pachten. Ne? Und ja, müsste man mal gucken. Also ich würde da wahrscheinlich in die Pacht gehen am Anfang und mit gepachteten Feldern arbeiten. Aber den Hof will ich schon ganz gern kaufen. Ne? Den Hof müsste ich kaufen und dann werden wir hier mal gucken. Ich habe ja 150 PS Schlepper. Dann brauchen wir zunächst mal hier irgendwie flugtechnisch was. Ich könnte einen normalen Flug nehmen. Da wären wir bei schon drüber noch 160. Der könnte gehen mit 115, hat aber auch nur 1,80 Meter, da bist du auch ewig bei. Nee. Gut, dann heißt das ein Tiefenlockerer. Der Tiefenlockerer, der mir da ins Auge sticht, wäre der hier. Das wären, sagen wir mal, das sind 17.000. 17.000, dann haben wir 17.000, dann brauchen wir eine Seekombi. Da können wir, oh ja, da können wir ist tricky. Da wären wir mit 31.000 und 3 Metern dabei. Das ist wahrscheinlich das günstigste, ne? So, das heißt also, wenn wir das Ding nehmen würden, dann hätten wir 17, 31, es wären 48. Das wären 48, dann könnte ich auf jeden Fall schon mal die Saat hinbekommen, grob. Aber ich brauche ja auch ein Gruber. Und Arminen. So. So, und beim Grubber, da kann man jetzt mal gucken, da kriegt man wahrscheinlich irgendwas Neckisches hin. Er würde gehen auf 3 Meter. Ist recht günstig. Würde ich wahrscheinlich mit dem starten. Habe ich auf der Italia-Map schon mal im Einsatz gehabt. Ist auch nicht ganz geil. Also den kann man so ein bisschen optimieren. Und dann kann man auch damit 150 PS kann man was werden. Das ist schon mal gut. Das heißt, was hatte ich jetzt gesagt? Wir waren bei 49 oder sowas. 48, 49, also rundweg 50. Dann hätte ich noch 20 Rest. Ne? Und dann will ich noch Felder pachten, das heißt, ich ziehe mir da auch die Kohle ab, dann müsste ich einen Kredit aufnehmen. Müsste ich dann wahrscheinlich sowieso. Also, das wird nicht so einfach. Und noch habe ich keinen Kredit aufgenommen. Von daher sind wir eigentlich noch auf einem guten Weg, aber ja, das wäre halt eben dann die Alternative, dass wir halt eben da noch ein bisschen investieren und man könnte eigentlich sagen, man einen Hof kauft, hat man ja auch einen Gegenwert. Man könnte eigentlich könnte man 250 aufnehmen und die dann nach und nach abzahlen. Das könnte man machen. Ja, so die Überlegung. Aber ich freue mich trotzdem megamäßig über die 60.000. Ne? Also da kann ich einfach, da kann ich drüber freuen. Gut, was meint ihr? Was sollen wir tun? Sollen wir den Hof kaufen und dann in die vorgestellten Maschinen investieren? Oder sollen wir noch ein Jahr warten? Das heißt also jetzt Gras produzieren, noch ein bisschen hier in die
in die Lohnmaschine gehen und düngen. Flügen kann ich noch nicht, grubbern kann ich auch noch nicht. Flügen und düngen könnte ich machen. Quatsch, düngen und Ballenpressen könnte ich machen. Eine Ballenpresse ist nämlich die nächste Aktion, die ich vorhab, dass ich mir da was kaufe. Den Rest habe ich ja. Zwar noch kein Wickler, aber auch da wäre das ja nicht so schlimm, dass man sich den dann einmal zumietet. Ja, was sagt ihr? Hof kaufen und in die Richtung weitermachen oder noch ein Jahr in den sauren Apfel beißen und weiter die Schafe züchten und lohnen. Ich bin gespannt auf eure Entscheidung. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video hier heute wieder gefallen hat. Lasst gerne das Däumchen da und auch ein Abo, kostet nichts. Ist komplett kostenfrei bei mir. Bei mir gibt es auch keine Werbung zurzeit. Ne? Also was heißt zurzeit? Also bis bei mir Werbung möglich ist, das dauert noch, glaube ich, Jahrhunderte. Ist aber auch nicht wichtig. Darum geht es mir nicht. Ne? Also bei mir gibt es keine Werbung. Bei mir könnt ihr ein Abo ohne Werbung bekommen und lustigen Content sehen. Und ihr könnt mitentscheiden. Das ist halt eben auch die Geschichte, die ich hier verfolge in dieser Serie. Gut, meine Lieben. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und munter. Euer Pensionator. Tschüss. Gucken jetzt auch ein bisschen auf die Schafe. Gerade, dass man da nicht reinkommt. Und denen geht's gut. Hier ist Rallye auf der Wiese. Siehst du, genau so soll es sein. Ja. Du könntest mal ein bisschen was für die Nachfolge tun hier. Ja, guck nicht so doof. Hau rein. Nachwuchs.